Sie waren die besten zwei Teams in der vergangenen Zweitligasaison und spielen nun anständigen Fußball in der Fußball-Bundesliga. Der SV Darmstadt 98 trifft auf den FC Ingolstadt 04. Das Aufsteigerduell aus dem Merckstadion am Böllenfalltor findet statt am 16. April um 15:30 Uhr zur Konferenz. Diese Zahlen sind nicht aktuell und der aktuelle Bundesligaspieltag ist nicht abgelaufen. So, 15:30 Uhr, wir machen es mal schön heiter. Ja, ist doch wundervoll. Das letzte Spiel von Darmstadt wurde gewonnen. An meinem Geburtstag hat man 2 zu 1 den HSV besiegt und hat den zusammen mit dem VfB, der ja gegen die Jungs aus Bayern verloren hat, wieder in die Abstiegskämpfe eingebunden. So, jetzt spielen wir erstmal den Darmstädter und der macht's nicht. Ja, und Ingolstadt ist eigentlich schon so gut wie fertig, was den Abstiegskampf angeht. Die sind auf jeden Fall durch und können es halt in Darmstadt jetzt praktisch perfekt machen, indem sie mit dem 42. Punkt die Klasse halten. Ja, Euphorie in beiden Stadien, in Darmstadt ein bisschen mehr. Da hatte man bisher auch größere Auslastungen und schaut euch mal an, wie viele Ingolstädter gekommen sind. Ich wäre ja gerne zum Spiel hingefahren, nur es gab halt das Problem, dass die Karten sehr schnell weg waren. Ja, Darmstadt 98 zusammen mit dem FCI ein Phänomen. Und die werden auch sehr gut angesehen und verfolgt. Eigentlich zwei Teams, wie sie unterschiedlicher nicht sein können. Das eine Team hat 20 Jahre lang im Nirgendwo verbracht. Und ja, FC Ingolstadt hat in der zweiten Liga eigentlich immer eine mittlere bzw. eine abstiegsgefährdete Rolle gespielt. Und jetzt sind sie mittendrin in der Fußball-Bundesliga und leben das richtig aus. Hier haben wir die Aufstellung mit Ramazan Özcan, dem Nationaltorhüter von wem eigentlich? Ja, von Österreich. Wir haben hier übrigens auch Matip, der Bruder spielt bei Schalke 04. Und Lukas Hinterseher, meinen guten Namensverwandten. Aber natürlich hoffen wir, dass die Pleite in Ingolstadt mit 3 zu 1 wieder gut gemacht werden kann durch einen Sieg der Lilien. Wenn nicht sogar durch ein Unentschieden, das wäre auch schön. Langsam verbessert sich die Heimstatistik, aber man wartet immer noch auf den zweiten Heimsieg diese Saison. So, ich weiß nicht, ob das das Topspiel sein wird, aber es hat definitiv Topspielcharakter. Bisher trennte man sich ja immer, also bis auf das Fußball-Bundesligaspiel im November, meine ich, war es, mit was trennte man sich da eigentlich? Mit 2 zu 2, dann hat halt Ingolstadt einmal gewonnen, obwohl man geführt hat, was dann die zweite Auswärtsniederlage ergab. Jetzt muss Darmstadt aufpassen. Und da kickt man den Ball natürlich gerne über die Tribüne drüber, wo er einfach so verschwindet. Also Ingolstadt durchaus eine aggressive Mannschaft, die alles Mögliche versucht. Die kämpfen auch wirklich mit Leidenschaft. Ja, was machst du, Matenia? Nicht den Ball ins eigene Tor passen. Das wäre sehr unprofessionell. Ja, ich habe mich natürlich gefreut, dass an meinem Geburtstag das Ganze ganz glatt lief. Einziges Problem ist halt, dass manch andere Abstiegskandidaten ja, da auch gepunktet haben. Es sind mittlerweile übrigens nur noch 5 Spiele. Und man kann 15 Punkte machen. Also, ich sag's mal so, würde Darmstadt einen Punkt hier gewinnen. Und Hannover das am kommenden Freitag gegen Mönchengladbach verlieren, dann ist man auf jeden Fall schon mal nicht mehr letzter. Weil es ist dann einfach rein rechnerisch endgültig nicht mehr möglich. Also man würde dann praktisch auf dem Aufstiegsplatz starten in der kommenden Zweitligasaison, sollte man absteigen, weil Wikipedia listet es immer wieder so schön auf, dass der Relegationsgewinner zuerst mit 0 Spielen auf Platz 3 gewertet wird. Dann kommt der 18. der Bundesliga auf Platz 2 und dann kommt der 17. auf Platz 1. Ganz, ganz komisches System. Ja, und ich glaube, ich muss jetzt meine endgültigen Abstiegskandidaten nochmal ändern.
Ich sage persönlich, trotzdem, dass die TSG Hoffenheim 1899 trotz des Trainers Nagelsmann in die Relegation kommen wird. Das ist jetzt, sagen wir mal, meine Vision, die ich so habe, weil ich kann mir weder Frankfurt noch Bremen in der Relegation vorstellen. Dann würde es so sein, dass Bremen sich retten wird. Ich weiß auch nicht, wie sie es machen. Das bedeutet natürlich automatisch, dass Frankfurt halt mit absteigt. Es ist einfach eine katastrophale Saison. Die brauchen vielleicht auch mal wieder die zweite Liga. Und Bremen, das ist einfach. Bremen kannst du nicht aus der Bundesliga rauswerfen. Es ist so. Wir sind in der ewigen Tabelle, glaube ich, dritter Platz oder vierter Platz. Auf jeden Fall ganz oben mit dabei. Und wenn die in der zweiten Liga spielen würden, wäre das eine absolute Katastrophe. Eigentlich genauso wie für Vereine wie HSV oder VfB. Bayern zähle ich jetzt mal nicht da mit dazu, weil die sind sowieso nie in Abstiegsgefahr. Also wenn die in Abstiegsgefahr wären, dann würde wirklich eine Welt zusammenbrechen. Und ich denke mal, dass das in den nächsten 20 Jahren nicht so sein wird. Die größte Angst, die man natürlich hat, ist, dass immer mehr Traditionsvereine aus der Bundesliga verschwinden und irgendwann Vereine aus kleineren Orten wie Mühlhausen da drin spielen. Was einfach daran liegt, an der immensen Kommerzialisierung des Sports. Ich meine, klar, Bayern ist jetzt. Ich würde lügen, wenn ich sage, dass Bayern kein kommerzieller Sportverein ist, weil sie halt viel auf Geld aufbauen. Wenn man sich mal überlegt, was da alles auf der Bank sitzt, wie viele Millionen, die nicht zum Zuge kommen. Aber Hauptsache, die Konkurrenz hat man leer gekauft. Aber dass finanzielle Mittel ihre Grenzen haben und man dann doch auch sportliche Erfolge aufbauen muss, hat man halt bei Hoffenheim gesehen. Die sind jetzt mittlerweile, soll ich sagen, ein bisschen abgeschlagen. Und da muss man halt schauen, wie das denn weitergeht. Es gibt jetzt, glaube ich, eine. Okay, es gibt keine Ecke. Habe ich nicht so ganz beobachtet. Ja, und Ingolstadt hat definitiv gezeigt, dass sie in der Bundesliga weiterhin spielen wollen und das recht erfolgreich. Ich meine, sie haben ja Schalke 3-0 geschlagen. Oder Gladbach haben sie jetzt 1-0 geschlagen. Also sie wissen definitiv, wie man es macht, wie man große Vereine ärgern kann. Dann hat sich Darmstadt dann doch gar nicht mal so schlecht angestellt in Ingolstadt. Und ich hoffe auch wirklich, dass man hier vielleicht die 35 Punkte klar macht. Weil es einfach auch so ist, dass Ingolstadt das vielleicht jetzt eher lässiger angeht. Ich meine, sie brauchen nur noch ein paar Punkte und dann ist es so gut wie in sicheren Tüchern. Absteigen werden sie ja nicht. Und ich finde, sie haben Özcan hier furchtbar gemacht. Also ich mag ja generell den Torwart nicht. Was auch an dem Rückspiel von 2000. Von der vergangenen Saison liegt. Also das hat sich ja katastrophal benommen. Definitiv keine Freundschaftslager hier mit Darmstadt und Ingolstadt. Ja, auch wenn man deutlich sagen muss, dass sich über Ingolstadt irgendwie keiner unterhält. So, und das war's schon. Es gab keine besonders tollen Szenen. Wir sehen halt hier, dass der FC Ingolstadt durchaus mehrere Chancen hatte. Mal schauen, ob die auch umgesetzt werden können in der zweiten Halbzeit. Wetten das? Weiter geht's auf jeden Fall auf den Platz. Hat sich sogar gereimt, mehr oder weniger. Nun gut, vielleicht soll ich nochmal das Restprogramm aufgreifen, weil es sind ja tatsächlich jetzt nur 5 Spiele, beziehungsweise danach nur noch 4 Spiele. 2 Heimspiele, 2 Auswärtsspiele. Da hatten wir unter anderem das Auswärtsspiel gegen Köln, welches danach kommt. Da besteht eventuell schon die Chance, einen großen Schritt Richtung Klassenerhalt zu machen. Also wenn man hier zum Beispiel gewinnt und dann noch gegen Köln gewinnt, hätte man 38 Punkte und damit steigt man normalerweise nicht ab. Beziehungsweise man kann sich es auch hier erlauben zu verlieren und dann halt praktisch gegen Köln gewinnen. Auf jeden Fall muss ein Sieg her in irgendeinem dieser beiden Spiele. Und dann zu Hause Frankfurt schlagen. Halt irgendwie muss man da halt rankommen. Ich meine, man ist mittlerweile seit 4 Spielen ungeschlagen, meine ich zumindest. Ne, eigentlich schon seit 5, seit dem 8.
Seit dem 8. Was war das eigentlich für ein Spieltag? Seit dem 21. Spieltag kann es sein. Oh mein Gott, die große Chance für den FC Ingolstadt und baut alles auf Pässe auf. Nee, ich muss mal gerade echt wieder überlegen. Also, wann war noch mal das, mit dem 18. Spieltag ging es wieder los. Das heißt, man ist ungeschlagen seit. Ja, seit wann ist man denn bitte schön jetzt ungeschlagen? Verdammt nochmal. Seit dem 24. Spieltag, glaube ich. Und das ist gut. Bringt doch definitiv was in die Kassen von Darmstadt ein. Ein finanziell ausgelutschter Verein, könnte man eigentlich sagen. Und ich sag's mal so, Leute. Sollte Darmstadt bis zum Ende des Frankfurt-Spiels es nicht schaffen, viele Punkte im Abstiegskampf klar zu machen, dann schafft man es auch in den letzten beiden Partien nicht mehr, weil es werden nochmal harte Partien werden gegen Gladbach und gegen Hertha. Dann in der großen Konferenz dann, wollte ich ja eigentlich machen, ich mach's aber nicht, sondern es wird da ganz normal das Gladbach-Spiel geben. Das Spiel gegen Gladbach, welches es nicht mal als Hinsimulation gab, weil ich zu dem Zeitpunkt das FIFA 15 Let's Play, welches ja kein Let's Play war, eigentlich ist das ja auch kein Let's Play, abgebrochen habe. Und ich finde, von der Qualität her sieht das gar nicht so gut aus, wenn man es bearbeitet. Also 480p habe ich mir viel besser vorgestellt, aber es kommt halt echt nur gut zum Einsatz, wenn man es auf 1080p rendert. Bei Assassin's Creed hatte ich irgendwie nicht so das Gefühl. Weiß nicht, hier ist auch alles irgendwie ein bisschen kleiner, minimierter. Keine Ahnung. Da muss man natürlich auf eine größere Bandbreite achten. Oh, abgeblockt. Und es gibt eine Ecke. Natürlich wäre ich auch mit dem 0-0 zufrieden. Hauptsache, man bleibt ungeschlagen. Das ist ja schon mal ein Zeichen. Gegen so viele Vereine blieb man jetzt schon ungeschlagen. Also Darmstadt hat von den ganzen Abstiegskandidaten her, würde ich mal sagen, das einfachste Restprogramm, kann man eigentlich gut sagen. Meine Güte, wie der läuft. Okay, steht fast jeder hier im Strafraum drin. Einer auf dem Punkt. Und einer an dieser komischen Markierung da, welche eigentlich keinen Zweck hat. Gut, vor kurzem gab es ja beim Elfmeter ja mal die Regel, ja, man darf sich während des Elfmeters, während des Strafstoßes nicht über diesen Halbkreis bewegen da. Das gab es, glaube ich, in der spanischen Liga irgendwann mal. Naja, was es nicht alles gibt. Da gibt es so einiges. Ja. Also für diejenigen, die zuerst mal einschalten, ich erkläre es gerne. Ich erkläre es gerne so oft wie möglich. Bei mir gibt es immer eine Simulation vom SV Darmstadt 98, hier zum Beispiel zu der Bundesliga-Partie. Eventuell in der nächsten Saison Elfmeter. Quatsch, Elfmeter, DFB-Pokal. Mit Darmstadt, aber nur mit Darmstadt. Ich habe schon gedacht, es gibt jetzt Ding Strafstoß, weil Hand verwendet wurde, aber nein. Und was wollte ich jetzt eigentlich nochmal sagen? Ja, dann geht es auf jeden Fall weiter mit oder Quatsch, nicht weitergehen, sondern es gibt dann auch immer eine Zweitligasimulation, die ich mir von der ich mir immer aussuche, welche ich mache. Das können die verschiedensten Vereine sein, also. Die letzte Simulation, die ich da machen werde, was war ja eigentlich die Konferenz. Ich werde allerdings das Spiel vom FSV Frankfurt bringen, damit jetzt auf jeden Fall klargestellt wird, dass jeder Verein einmal bei mir simuliert worden ist. Um mich da genau und deutlich auszusprechen, ist dann wahrscheinlich eher ein unbedeutsames Spiel. Und es gab Handspiel, also gibt es einen Freistoß für die gute FC Ingolstadt 04. Und Peter Niemeyer muss runter, dafür kommt Dominik Strengel rein, der immer noch kein Tor geschossen hat. Und wahrscheinlich krankheitsbedingt für den Rest der Saison ausfällt. Moritz Hartmann kommt raus. Der Topscorer aktuell beim FC Ingolstadt. Auf den muss man ganz genau aufpassen.
Und wie gesagt, Dominik Strohengel im echten Spiel wird er nicht spielen. Jetzt wird der Freistoß jetzt endlich mal ausgeführt. Der Schiedsrichter muss sich nur noch richtig positionieren. Und dann kann der Freistoß schon gegeben werden. Jetzt durch Matip. Dominik Strohengel, die 9, steht da unten. So, Ball fliegt raus. Und Caldirola holt ihn rein. Ja, dann doch ein eher unspektakuläres Spiel. Es gab eigentlich kaum Chancen. Gab es überhaupt einen Torschuss? So, es gibt 3 Minuten drauf. Es gab einige Unterbrechungen, wie vor kurzem. Mal schauen, vielleicht ist hier noch irgendwas. Irgendwas für den SV Darmstadt muss da wohl doch noch drin sein. Natürlich tollen Last-Minute-Tor. Man hat ja auch gegen den HSV ein Last-Minute-Tor bekommen, aber das war jetzt nicht entscheidend. Gott sei Dank war es nicht entscheidend. Und das war's. Schluss in Darmstadt. Ein unspektakuläres Spiel nimmt sein Ende. Das kann deutlich besser werden. Und ich hoffe, dass diese 4 Videodateien, die ich gerade aufgenommen habe, auf meinen Stick passen. Weil mein alter Stick, den habe ich ausgeliehen. Oder den ich immer verwende zum Let's Playen. Bei mir ist aktuell ein relativ großer Zeitplan. Oder ein relativ strenger Zeitplan. Und nächste Woche wird das Ganze schon viel entspannter, weil dann sind die meisten Arbeiten schon weg. Weil ich muss nämlich Arbeiten schreiben, Bewerbungen schreiben. Muss mir mein Vater was erledigen. Ja, gut, aber das sind halt nur mal die Pflichten, die sich ein 18-Jähriger stellen muss. Das war vielleicht die beste Chance von Wagner. Aber ansonsten gab es jetzt nicht so Großartiges. Das hier wurde abgeblockt, dann gab es hier ein Handspiel. Unbeabsichtigtes allerdings. Und so endet das Spiel torlos mit 0 zu 0, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ja. Okay, es gab doch einen Schuss aufs Tor. Wäre natürlich komisch, wenn nicht. Natürlich ist das alles im echten Leben anders. Da geht ein Spiel auch viel länger. Und komischerweise wurde die Chance von Wagner als das Beste vom Spiel angezeigt. Nächste Woche könnt ihr gerne wieder einschalten. Am Freitag gibt es dann die Simulation des ersten FC Kölns gegen Darmstadt 98. Oder ihr könnt natürlich auch gerne in meine Zweitligasimulation reinschalten. Nürnberg gegen Union Berlin. Aufstiegskampf pur, das wird spannend. Bleibt bis dahin am Ball, euer CPG Rivex.